Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einem weiteren Interview in diesem Kongress Verändere mit Herz. Heute habe ich als Gesprächspartnerin Mandy Pohl. Sie ist Magic Money Medium. Das tönt ganz, ganz spannend. Und ich begrüße dich herzlich, Mandy, dass du dabei bist. Sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein darf, liebe Vanessa. Gerne geschehen. So, meine Frage ist natürlich, was auch andere interessiert, wie bist du zu diesem gekommen, zu diesem Weg weg vom Verstand hin ins Herz? Du bist ja Medium heute. Genau. Mit Geld. Das ist ganz spannend. Es war ein sehr spannender Weg. Wie viel Zeit haben wir? Also ich bin selber sehr, sehr lange selbstständig, mittlerweile seit 25 Jahren und habe mich dem klassischen Kopfthema der Finanzen gewidmet. Bin selber aber schon, seit ich sehr, sehr klein war oder seit ich denken kann, sehr hochsensibel und sehr hellsichtig und habe aber immer selber gedacht, ich habe eine Macke. Ja? Also man muss ja erstmal merken, wenn man selber andere Sachen wahrnimmt als andere. Also habe ich das immer erklärt mit irgendwelchen schönen rationalen Sachen und bin dann auch einen sehr rationalen Weg gegangen, habe mich dann viel mit den Finanzen beschäftigt, den Zahlen. Und war dann lange auch im Vertrieb. Das waren ja auch sehr Kopfthemen, ja, Erfolg, klassischer Vertrieb, alles, was dazu gehört. Und ich selber habe in mir aber immer gemerkt, so ganz glücklich bin ich damit nicht. Ich habe mich immer dafür interessiert, warum Menschen Erfolg haben und andere nicht, obwohl sie eigentlich dasselbe tun. Und warum es so Checklisten gibt, der eine arbeitet sie ab, bei dem funktioniert, der andere arbeitet sie auch ab und bei dem funktioniert es nicht. Und habe mich dann lange mit dem Unterbewusstsein beschäftigt, mit dem, was wir eben neuronal auch so machen. Habe dann eine Mindfuck-Ausbildung auch gemacht, das war ganz, ganz spannend und bin dann immer mehr meinen Weg gegangen. Und das war die sachliche Geschichte. Die andere ist, ich war sehr krank, seit ich klein war. Also mit 6 Jahren hatte ich alle möglichen Allergien auf das Leben und alles. Und habe eigentlich sehr früh angefangen, so meinen Heilungsweg zu gehen. Und war dann wirklich auch, seit ich 18 war, immer bei Heilpraktikern in Behandlung, bei Kinesiologen. Ich habe, glaube ich, alles ausprobiert, was man auf dem schulmedizinischen und nicht schulmedizinischen Weg machen kann. Und auch das hat immer nur begrenzt etwas gemacht. Und ich wusste, es hat was mit mir zu tun. Ja. So. Und ich bin aber sehr dran geblieben, habe dann auch in dem Bereich viele, viele Ausbildungen gemacht, Heilen auf zellulärer Ebene und. Und es war ein ganz, ganz spannender Weg für mich. Und deswegen freue ich mich auch so, dass wir heute uns diesem Thema widmen, weil es hat nie was mit Business zu tun. Es hat auch nie was mit dem zu tun, was wir denken, was wir wissen, sondern es hat immer was mit uns zu tun, immer was von uns aus dem Herz. Ich sage immer, mit deiner Seelenaufgabe. Wenn wir uns dem wirklich öffnen, kriegen wir Antworten. Und es ist egal, ob es ums Business geht, ob es um die persönliche Heilung geht oder ob es um unser Geld geht, worum es auch immer geht. Ja? Ich bin ja im Geldbereich, das heißt, ich bin ja Magic Money Medium, weil auch das war ein Teil meiner Heilung. Ich wollte immer weg von den Finanzen seit vielen, vielen Jahren. Und als ich dann wirklich angefangen habe, auch online zu arbeiten, war das Erste, aber nicht mehr Finanzen. Und das Ende vom Lied war, wenn ich mich wirklich verbunden habe, wenn ich wirklich auch meine medialen Fähigkeiten gelebt habe, kam immer ganz klar die Botschaft, du bist Finanzen. Und wenn du das nicht tust, tust du nicht das, was deine Aufgabe ist, sondern es geht darum, ein neues Bewusstsein zu schaffen, ein neues Bewusstsein für Geld, ein neues Bewusstsein für Finanzen. Das fand ich dann wieder gut. Du sagst etwas ganz Interessantes, ein neues Bewusstsein für Finanzen. Ich glaube, da fühlen sich viele angesprochen. Wie ist denn dieses Bewusstsein? Wie zeigt sich dieses Bewusstsein für Finanzen? Das neue Bewusstsein für Finanzen, also wir brauchen in allen Bereichen ein neues Bewusstsein. Ja? Ob das von der beruflichen Seite ist, von dem herkömmlichen Angestelltensein, dieses neue Bewusstsein zieht sich durch alle Ebenen und durch alle Aspekte unseres Lebens. Und was ich merke, ist, dass wir so krampfhaft probieren, am Alten festzuhalten und uns damit manchmal so schwer tun, auch das Neue wirklich zuzulassen. Und wir sind ja wirklich in einer Zeit angekommen, die, ich sag mal,
rütteliger gar nicht sein können, die gar nicht schütteliger sein kann. Es geht wirklich durch alle Ebenen. Und wir dürfen jetzt entscheiden, wie wir es haben möchten. Und möchten wir weiter an Alten festhalten oder möchten wir eben auch neue Wege gehen? Und das geht natürlich hauptsächlich übers Bewusstsein. Und ich sage immer, es muss ins Bewusstsein kommen und dann ins Herz rutschen. Und wenn es da angekommen ist, dann bist du in deiner Kraft, daraus zu agieren.